CSU ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kuhle, lieber ein Buch über Regieren zu schreiben, als nicht regieren zu wollen. Aber vorweg vielleicht erstmal, weil ich noch ein Thema habe zum Thema Bauen. Ich werde es halten wieder unser Bauminister in Staccato, weil meine Redezeit etwas kürzer geworden ist. Wir stehen im Bereich vom Bauen vor Herausforderungen, vor drei, die ich nennen will. Einmal das Thema Wohnraum schaffen, nachhaltig, klimaschonendes Bauen, Wohnen und Bewirtschaften und auch der digitale Wandel, der die Bauwirtschaft, aber auch die Verwaltung entsprechend beschäftigt. Wohnraum schaffen. Da brauchen wir pragmatische Lösungen, keine ideologischen. Mietraum, also Mietendeckel oder Enteignungen von Wohnraum schafft keinen Wohnraum. Wir brauchen Wohnungen. Wir müssen, wie unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender gesagt hat, bauen, bauen, bauen. Daraus setzen wir auf, als Union zusammen mit unseren Koalitionspartnern. Wir fördern den Mietwohnungsbau mit der Sonder-AFA. Den sozialen Wohnungsbau, 1 Milliarde Euro über 2020 hinweg, Eigentumsförderung, Baukindergeld, Wohngeld zur Unterstützung der Familien. Und letztendlich müssen wir, um bauen zu können, auch Bauland mobilisieren. Da sind wir auf einem guten Weg mit der Baulandkommission. Und da gilt ein Grundsatz, innen vor Außenentwicklung. Wir müssen schauen, dass wir innerorts die Brachflächen, den Wohnraum entsprechend nutzen, ausbauen, da gehört auch die Städtebauförderung dazu, dass wir dort auch noch mal überreden mit Grün in der Stadt. Und da meine ich nicht die Parteien. Wir brauchen mehr Lebensqualität in der Stadt. Und deshalb müssen wir in der Städtebauförderung auch über Grün in der Stadt und Brachflächenförderung reden. Baulandmobilisierung. Wir haben es gehört in der Baulandkommission. Da geht es auch um den Außenbereich. Da, denke ich, sollten wir mit Augenmaß handeln. Außenbereich ist sensibel. Es bringt uns dort nicht, wenn wir Wohnraum schaffen. Wir müssen dort Wohnraum schaffen, wo auch benötigt wird. Und das ist in den Ballungsgebieten. Beim nachhaltigen Bauen, klimaschonendes Bauen, wie gesagt, ich habe die Städtebauförderung angesprochen, aber Klimaschutz beginnt auch in den eigenen vier Wänden. Und da müssen wir auch Anreize schaffen. Wir haben es ja schon mehrmals gefordert und ich hoffe, dass wir ja auch noch einen Haushaltstitel kriegen, dass wir dort auch entsprechend die Anreize schaffen, dass sich Privatpersonen und Eigentümern auch mit ihrem Haus, mit ihrem Eigentum an Klimaschutz beteiligen. Denn es geht ja auch um Klimaschutz, aber es geht auch um Energie- und ressourcenschonendes Bauen und Leben. Und auch da können wir einen Beitrag leisten. Im Bereich Digitalisierung, digitaler Wandel, da haben wir die Herausforderung einmal in den Kommunen, in den Verwaltungen. Da sind wir, denke ich, mit unseren Smart City-Projekten, wo wir jetzt 13 vergeben haben, wo ein Projekt mit ca. 10 Millionen Euro gefördert werden kann, auf einem guten Weg, um den Verwaltungsprozess entsprechend zu stärken. Aber genauso dazu gehört auch das Thema Optimierung der Bau, also das Thema Building Information Modeling. Und da, denke ich, sind wir mit dem Kompetenzzentrum auf einem guten Weg. Lassen Sie uns die Haushaltsberatung nutzen, um im Baubereich voranzukommen. Ich freue mich auf die Beratungen. Klaus-Dieter Gröhler, CDU/CSU.